Ich komme mit. Okay, wenn man es richtig einsetzt, dann ist das eigentlich eine ganz coole Sache. Es ist einfach mangelnde Empathie. Für sich selber würde er sich ändern, aber für andere nicht. Dabei ist er eigentlich kein schlechter Mensch. Das ist definitiv ein Warnsignal. Lauf bloß schnell weg. Na komm. Ja, die KI ist nicht unbedingt die älteste. Ich sag's dir, meine Cousine würde perfekt zu dir passen. Okay, ich schaffe das. Tja, dank dir haben wir jetzt Beweise, dass die Handelsaufsicht hinter dem Spannungsabfall hier unten steckt. Hattest du schon mal mit der Handelsaufsicht zu tun? Zoe ist ganz schön imposant. Ich muss da rein, obwohl ich wirklich, wirklich keine Lust habe. Würdest du vielleicht mitkommen? Ja. Damit es nicht irgendwie entgleist? Ja. Ich pass auf dich. Danke. Das ist echt nett. Ich kann reden, glaube ich. Mach dich einfach auf alles gefasst. Na, das klingt ja toll. Das weißt du nicht von mir, aber die Ekliptik... Ein Besuch von Max? Reiz. Wie heißt du doch gleich, Liebes? Bei so vielen fleißigen Arbeiterbienchen verliere ich leicht den Überblick. Ich bin Luisa Reis. Was du auch weißt, ich war nämlich schon dreimal hier. Ja, ja, stimmt natürlich. Und was genau wirfst du mir doch gleich ohne den kleinsten Beweis vor? Der Spannungsabfall kommt aus deinem Gebäude, Zoe. Das wissen wir beide. Und ich kann es jetzt beweisen. Entschuldige, wie war das? Wir haben den Spannungsabfall durch das Netz verfolgt. Hierher. Du kannst dich da nicht rausreden. Ich würde dich bitten, kurz hier zu warten. Ich bin gleich zurück. Muss das sein? Muss das sein? Das ist mein Privatbüro. Ich kann hier stehen. Das schläft. Okay, aber sei auf alles gefasst. Ich weiß nicht, ob sie mit einer Waffe rauskommt oder Söldner ruft oder sonst etwas. Keine Sorge. Was auch passiert, wir kommen mit der Situation klar. Ich würde Gewalt gerne vermeiden, wenn es irgendwie geht, okay? Klar, entspann dich. Alles wird gut. Das ist dramatisch, aber auch beruhigend. Ja, sicher. Hey. Nun,
Ich entschuldige mich, dass ich die Angelegenheit nicht ernster genommen habe. Ich versichere dir, ich werde alles tun, um ihr auf den Grund zu gehen. Du windest dich da nicht raus. Wir sind der Sache auf den Grund gegangen. Du bist der Grund. Dein Eifer in Ehren. Aber du solltest etwas mehr recherchieren, bevor du jemanden beschuldigst. Es hat tatsächlich jemand dieses Gebäude genutzt, um Strom umzuleiten. Aber es ist nicht die Handelsaufsicht. Ich habe schon eine Weile meine Verdächtigungen. Ich teile meine Notizen gerne mit dir. Jetzt aber sollten wir erstmal unseren nächsten Schritt planen. Ich... Moment. Was? Meine Güte, noch eins. Du hast Miss Reyes vermutlich geholfen, diesem kleinen Problem nachzugehen? Tja, es gibt offensichtlich noch mehr zu tun. Warum setzt du deine Arbeit nicht fort? Mit einer Zusicherung, dass die Handelsaufsicht dich für deine Zeit entschädigt. Ich koordiniere alles gemeinsam mit Miss Reyes. Wenn das MAS Zugriff auf das Netz hat, wissen wir bald, wer das getan hat. Und warum. Ich gehe mal davon aus, dass du den Einsatz übernimmst. Also, soweit ich weiß, gibt es auf dem Unterdeck noch einen Verteilerkasten, den du dir ansehen solltest. Okay, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Gehen wir erstmal davon aus, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Guck du dir den nächsten Verteilerkasten an. Ich erledige mit Zoe den Rest. Na dann. Vielleicht sagt Zoe wirklich die Wahrheit. Der muss hier dann sein, glaube ich. Das war falsch. Auch falsch. Ich mag die Firma gar nicht. Mir gefällt nur das Logo. Ja. Vielleicht die andere Seite. Da geht's runter. Da geht's aber auch runter. Alles nicht richtig. Wie kommen wir da hin? Ich will auf einem Raumschiff leben. Und runter, um hochzukommen, weiß ich nicht. Weise, Taten, egal, Intuition und Bauchgefühl sind manchmal wichtig. Tja, das ist nicht richtig. Hier sagt der Autor eindeutig, dass das Ende mit dem Multiversum Kanon ist. Die Autor. Wir zahlen nie einen Menschen, die Maschine macht's umsonst. Okay, das sieht schon besser aus. Nee, warte, ich bin genau an derselben Stelle. Hey!
Das war die Tür, die zu ist. Okay, hallo. Audi. Ah. Fallout-mäßig, ne? Klingt auch ein bisschen so. Das war's, danke. Dann wollen wir mal sehen. Okay, jetzt musst du zu Kasten 45A. Der sollte bei Apex Electronics sein. Das soll jetzt aber ein Witz sein, oder? Hast du dasselbe Diagramm wie ich? Es ist doch eindeutig 47B, auf der gleichen Ebene. Ordentliche Arbeit. Danke, dass du auf die Stimme der Vernunft hörst. Der Verteilerkasten ist ganz nah. Miss Reyes und mir ist aufgefallen, dass der nächste Knotenpunkt auf diesem Diagramm nicht eingezeichnet ist. Sie meint, dass er nicht auf dem Unterdeck ist. Er ist irgendwo oben. Also eigentlich außerhalb meiner Zuständigkeit. Wir haben das gleich erledigt. Aber... Zoe, ich weiß, wie man... Ignorier sie und geh zu Kasten 45A, okay? Aber wir sind uns einig, dass wir das zu Ende bringen müssen. Wenn du nach oben gehst, rufe ich die richtigen Diagramme auf. Mein Kontakt arbeitet... Hey. Okay. Miss Reyes sucht noch die nötigen Diagramme und Pläne heraus, um die Lage korrekt einzuschätzen. Bevor sie zurück ist, mache ich dir ein Angebot. Was auch immer du am Ende dieses Wegs findest, bringst du zuerst mir. Das Mast bekommt von mir, was es braucht. Aber ich handle mit wertvollen Informationen und die wirst du wohl finden. Ja, aber meine... Die Handelsaufsicht bezahlt dich gut, versprochen. Denk daran, während du zum Wohndistrikt gehst. Ich kann die Quelle noch nicht genau lokalisieren, aber irgendwo dort ist sie. Die Bürger der United Colonies nach Kräften zu beschützen und zu verteidigen? Und die Werte der Vanguard... Ehre, Loyalität, Eigenverantwortung bei allen Einsätzen als Mitglieder der Navy der United Colonies hochzuhalten? Tja. Schwimm ich? Du hast einen schicken Koffer in der Hand. Bürger. Hallo. Hi. Ich bin beschäftigt. Ich habe mich schon immer gefragt, wie es in der Loge aussieht. Tja, wer weiß das schon. CJ's Open. Du näherst dich. Es ist wohl irgendwo in der Nähe des Athena Towers. Zoe sagt, außen am Gebäude gibt es einen Verteilerkasten. Woher auch immer sie das weiß. Man weiß nie, wann eine Information nützlich ist. Okay, das ist unerwartet. Es ist nichts weiter aufgetaucht, nachdem der Kasten offline war. Die Quelle muss sich irgendwo in diesem Wohnturm befinden. Ja, das ergibt Sinn. Jetzt fällt mir wieder ein, dass es eine Meldung über Stromausfälle in den oberen Etagen gab. Bestimmt hat das damit zu tun. Das solltest du dir mal ansehen. Okay. Wenn die das sagen, bitte... Ich habe keine Dietriche. Das
Ich meine jetzt. Hier so das Wasser, da geht's runter zur, ich sag mal, U-Bahn. Ja, mich blöd, mich da vorbei. Wer könnte hier Dietriche verkaufen? Okay. Hallo. Wir servieren hier nicht so einen schicken Luxuskram wie die da oben. Wenn ja, du sowas suchst, dann gehst du besser woanders hin. Willst du was kaufen? Was darf's sein? Ich brauch Dietriche. Ja, geht klar. Das Einzige, bei dem ich es jetzt irgendwie erwarten würde, aber... Bierbratwurst-Teller. Gut, dann bis bald. Okay, ich brauche Digi-Dietriche, habe ich aber nicht. Ich schätze, dich brauche ich gar nicht erst fragen. Wie ging das nochmal? Ich hab's vergessen. Okay, muss noch mal gucken. Ja. Vielleicht bei den Raumhafen. Der Raumhafen hier? Nee, ne? Dann muss ich wieder zurück, glaube ich. Raumhafen. Mal gucken, ob ich da bei dieser Handelsstation ein paar von diesen Dietrichen bekomme. Sind Dietriche, die
Digitale. Ja, hier verstoßen die gegen irgendwas? Sicherheitsscanner, chemische Detektoren. Die United Colonies sind für alles gewappnet. Kann ich dir irgendwie helfen? Händler kaufen alles Hilfe. Antike U-Boot. Kaufe ich jetzt? Verkauf. Dieses Spiel ist so unübersichtlich. Gut, das ist schon mal meins. Ich will aber kaufen. Gut, er hat nicht das, was ich suche. Krieg ist seit bald 20 Jahren vorbei. Ich bin vertreten. Du wirst beim Betreten der Stadt gescannt. Okay. Kein Kopfgeld. Dann schönen Aufenthalt. Sprich mit Vertreter Schissel. Nicht richtig. Wie kommen Motorräder? Selbst die kleinsten Entscheidungen summieren sich mit der Zeit und das ist lähmend. Ich bin eine Verwalterin. Hallo? Es ist Kaffee. Entscheide dich für einen, damit unser Leben weitergehen kann. Das habe ich so weitergemacht. Klar. Scheitert es jetzt echt daran, dass ich diese Dietriche nicht habe? Die man, finde ich, sowieso viel zu krass aufbraucht. Und keine Ahnung. Wohndistrikt, Mass District.